Im Laufe der Zeit erntet jedes Leben ein wenig vom Guten und Bösen, die der menschlichen Natur zu eigen sind. Aber die Natur ist launisch. Dies ist die Chronik eines Zeitalters, in dem das natürliche Gleichgewicht gestört wurde. Männer gaben sich der Vergessenheit hin und das Böse wurde entfesselt. Kluge Männer wollten die Unschuldigen schützen und versteckten das Buch. Daher blieben diese Kapitel jahrhundertelang verborgen. Aber die Geschichte muss erzählt werden. Jetzt, da die erste Seite aufgeschlagen wird, breitet sich das bösartige Geschwür erneut aus. Zuerst erlosch das Licht, als die Finsternis die Konturen eines unredlichen Mannes umhüllte. Die Seelen, die seiner Macht noch nicht erlegen waren, widersetzten sich, bis sie zerbrachen. Sein ausgemergelter Körper bot Zeugnis des Leides, das er erlitten hatte. Selbst sein Blut geronnen, als es durch seine hohlen Venen schoss und sein leeres Herz versorgte. Aber sein Herzschlag blieb stark und gleichmäßig, auch als sich seine Hände um den Hals seines Weibes legten. Langsam sog er das Leben aus ihrem zerbrechlichen Körper. Sie hatte es gewagt, Zuwendung zu erflehen. Und nach Jahren eisiger Gleichgültigkeit wandte sie sich jemandem zu, von dem sie dachte, er könne sie retten. Nemesis war ihres Ehemannes verhasster Feind. Sie wurden ein Liebespaar. Tragischerweise wurde Silver Zeuge ihrer Untreue, wodurch ihr beider Schicksal besiegelt war. Silver hatte die Qual seiner Frau genossen, wusste er doch, dass Nemesis Rache üben würde. Er wurde nicht enttäuscht. Die Seele des Nemesis war voller Rache und er plante Silvers Tod. Aber schließlich war es Ruben, ein gefeierter Künstler, der es Nemesis ermöglichte, Rache zu nehmen. Er organisierte eine Ausstellung, die Silvers Leben zeigte. Die Eitelkeit seines Rivalen garantierte, dass er bei der Eröffnung anwesend sein würde. Ruben bemalte Leinwand um Leinwand, bis nur noch ein Bild fehlte, um seine abscheuliche Biografie zu vervollständigen. Nemesis. Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Spiel meiner Kindheit mit dem schönen Namen Silver. Und das Spiel ist von Infogrames aus dem Jahre 1999, also noch vor der Millenniumwende. Wie gesagt, ein Spiel meiner Kindheit. Ich habe es sehr geliebt, dieses Spiel. Ich habe es mehrmals durchgespielt, obwohl es auch damals nicht flüssig lief, also es hatte massig Macken, viele Bugs, die irgendwie man zum Schiffen musste. Ich hoffe, diese Version hier von Good Old Games, also von GOG.com, hat diese Macken behoben. Und ich hoffe, wir kommen weitgehend ohne Bugs hier durch und ich will euch zeigen, wie toll dieses Spiel ist. Also zumindest meiner Meinung nach.
Viel Spaß. Ruhe! Lord Fuge hat euch etwas mitzuteilen! Es wird verfügt, dass alle Frauen in gebärfähigem Alter zu eurem Herrscher Silver gebracht werden, damit er sich unter ihnen ein neues Weib auswählen kann. Jedermann, der sich diesem Befehl widersetzt, wird des Verrats angeklagt und mit dem Tode bestraft. Ihr missbraucht eure Macht. Ihr verstoßt gegen unsere Rechte. Welche Rechte? Ihr seid die Untertanen des Herrschers und er tut, was ihm gefällt. Wachen, treibt die Frauen zusammen. Nein, nicht sie! Nicht Camille! Bleibt ruhig, William. Unsere Zeit wird kommen. Ich nehme an, niemand hat etwas einzuwenden. Ich habe euer Jammern jetzt lange genug ertragen. Wachen, ihr kennt eure Befehle. Bringt die Frauen auf die Galeone, sofort! Lasst uns die Umgebung absuchen, um sicherzugehen, dass niemand sich seiner Pflicht und Schuldigkeit entzieht. Und das sind wir, David. Du bist spät dran, wir müssen trainieren. Du musst trainieren. Hast du es so eilig, besiegt zu werden, Großvater? Ja, leider werde ich ständig enttäuscht. Aber wenigstens besitzt mein Schüler ein gesundes Selbstbewusstsein. Jetzt geh ins Haus und hol dein Schwert. Imponiere mir mit deinen Kampfkünsten. Okay, heute werde ich dich nicht enttäuschen. Ja, das sind wir, David. Das ist unser Großvater. Und wir steuern alles mit der Maus. Leider laggt's ein bisschen, sehe ich gerade. Liegt aber am Spiel, nicht an mir. Also das Spiel ist halt, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter. Ich habe gar nicht bemerkt, dass du schon aufgestanden bist. Ich wollte mit Großvater trainieren. Du hast so friedlich ausgesehen, da wollte ich dich nicht wecken. Hast du schon etwas gegessen? Du musst bei Kräften bleiben, wenn du ihm überlegen sein willst. Das werde ich. Ja, das kriegen wir schon hin. Wir nehmen einfach mal hier diesen Apfel auf. Das ist Jennifer. Hast du mein Schwert irgendwo gesehen? Freundin? Sieh mal in der Truhe nach. Ich glaube, du hast es beim letzten Mal dort hineingelegt. Ja, ich meine, wo soll ich auch sonst ein Schwert hinlegen, oder? Ich bin ja schließlich David. Ich räume alles immer schön auf. Ja, Jennifer, unsere Freundin, Frau, wissen wir nicht. Oh, und auch ein Schild gibt's auch. Ein Schwert und ein Schild. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Genau, ich wollte euch hier das Menü zeigen. Mit Rechtsklick öffne ich dieses. Dann gibt's hier verschiedene Unterkategorien. Und wir wollen jetzt unser Schwert mal einmal rausholen und unser Schild. Spezialfähigkeiten haben wir noch keine, Fernkampf auch nicht, magische Waffen auch nicht. Was haben wir hier? Haben wir schon Schlüssel? Nein, Tränke auch nicht. Und das ist quasi so die Übersicht. Das sind wir. David, Level 1, Trefferpunkte. Wir haben schon 6 Gold. Immerhin, ein bisschen was. Wir haben 25 Weisheit, das ist auch nicht schlecht, oder? Also wir sind nicht ganz dumm. Und dann wollen wir doch mal trainieren gehen, oder? Jetzt können wir anfangen. Halte dein Schwert griffbereit und lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Wir beginnen mit ein paar einfachen Übungen, die dir den Einstieg in den Kampf erleichtern werden. Und jetzt du. Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen Tutorial-mäßig. Ich weiß schon, wie man kämpft, deswegen möchte ich das jetzt einfach mal schnell durchmachen. Immer mit der STG-Taste aktivieren wir den Kampfmodus und mit der Mausbewegung können wir dann bestimmen, wie wir zuschlagen. Jetzt sollen wir einfach nur ganz normal zuschlagen. Oh, so nicht. Das wird in die Link. Nein, wie will das denn sehr machen? Sehr schön. Ich sehe, du bist größeren Herausforderungen gewachsen. Als nächstes probieren wir den Ausfall. Wenn du diesen Hieb richtig ausführst, ist er tödlich. Ja, gut, diesen Hieb werden wir ein kraftvoller Schlag. Du lernst schnell.
Also gut, ein Schlag erfordert etwas mehr Fingerspitzengefühl als ein Ausfall, aber weniger Genauigkeit. Stell dich fest hin und schlag mit einem schnellen Hieb scharf nach rechts. Ungefähr so. Okay. Sehr elegant. Ich hoffe, deine Gegner wissen deine artistischen Fähigkeiten zu schätzen. Sie werden keine Wahl haben, denn es wird das Letzte sein, was ich jemals sehen werden. Du musst immer die Position des Gegners berücksichtigen, um schnell entscheiden zu können, ob du nach rechts schlägst oder kurzfristig auf die linke Seite wechselst. In Ordnung, jetzt versuchen wir es von der anderen Seite. Es kommt selten vor, dass ein Kampf Mann gegen Mann stattfindet. Meist hast du es mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun. Du musst also auf alles vorbereitet sein. Und dieser Schwerthieb kann dein Leben retten. Nur wenige Gegner besitzen Stolz und Ehre. Sie würden dich eher von hinten angreifen, als dir von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Deshalb solltest du dir diese Kampftechnik ganz besonders einprägen. Gut, dein Angriffstraining ist damit abgeschlossen. Jetzt musst du lernen, dich zu verteidigen. Wenn es darum geht, Angriffe abzuwehren, ist dein Schild von unschätzbarem Wert. Setze es zu deinem Vorteil ein. Ja, abwehren, indem man nicht mit der linken Maustaste drückt, sondern mit der rechten. Da stehe ich so da. Und natürlich auch STRG. Deine Verteidigung ist gut. Der Unterricht ist hiermit beendet. Mach dich bereit zum Kampf und zeig mir, wie gut ich bin. Ja, ich mach dich fertig. Ja, ich werde einfach nur draufschlagen. Ich bin noch nicht warm geworden. Du bist jung. Bei mir dauert es ein wenig länger, in Fahrt zu kommen. Na, dann überlasse ich euch lieber wieder euch selbst. Außerdem habe ich noch eine Menge Wäsche zu waschen. Dann mach mal gut, ne? Ich kämpfe hier mit Opa und du machst Wäsche, oder? Super. Kann ich noch mit dir reden jetzt? Nein. Kann ich mit Großvater reden? Ich kann ihn nicht angreifen. Er macht mir gar keinen Schaden. Sieht jetzt auch hier oben links noch einen dritten Balken. Der dritte Balken ist meine Schildstärke. Fjutsch, sagt, seid ihr immer noch eures Vaters Schoßhündchen? Ihr lernt es wohl nie. Ich hätte euch schon vor Jahren aus dem Weg räumen sollen. Glück für euch, dass ich mich wichtigeren Aufgaben widmen muss. Euer Herrscher Silver braucht ein neues Eheweib. Vielleicht fällt seine Wahl gar auf dieses liebliche Geschöpf. Andererseits, sollte mein Vater nicht interessiert sein, nehme ich sie vielleicht für mich selbst. Eher würde ich euch töten. Ruhig, Junge. Hört auf den alten Mann. Euer Weib ist von solcher Schönheit, dass es mir nur wenig Freude bereiten würde, sie verunstalten zu müssen. Bringt sie fort. Ich liebe dich, David. Wie rührend. Weiber sind viel zu zerbrechlich. Dann müssen diejenigen, die sich an ihnen vergreifen, wahrhaftige Feiglinge sein. Warum habt ihr es so eilig zu sterben? Wachen, bleibt hier und sorgt dafür, dass sie bekommen, wonach sie sich so sehr sehnen. Solche Arschlöcher. Großvater, wir hätten ihn fertig machen können. Einfach nur den Lord Fjutsch fertig machen. Oh, falsche Richtung. Und, oh, danke, Großvater. So, lass uns die mal schnell retten, oder? Oder etwa nicht. Oder etwa doch. Fjutsch, bleib stehen, du Feigling. Fjutsch. Okay. Keine Angst, irgendwann werde ich ihn noch besiegen. Ja, ihr seht auch anhand den Schadensanzeigen immer, wie viel Leben die Gegner noch haben oder auch wie viel Leben man selber noch hat. Oh, ein Apfel. Danke. Jetzt habe ich schon ein paar Äpfel. Ja, mein Schild werde ich eh nicht einsetzen. So wie er, aber ich habe hier noch ein weiteres Schild. Und Gold! Yippie! 50 Gold. Sehr schön, danke. Sold von einem da Monat. Sind sie. Los hinter... Fjutsch, bleib jetzt stehen. Ach, schick
er seine kleinen Hilfen hier in den Kampf. Hier, nimm das und das und du kriegst auch noch was ins Gesicht. Oh, ein kritischer Schlag, habt ihr gerade gesehen? Der hatte so eine schöne Umrandung. Hallo, ihr könntet vielleicht helfen da. Ja, genau dich am Fenster meine ich. Und du kriegst auch noch dein Fett weg. Nimm das und das und... Oh, okay. Dann halt nicht. So, ein Apfel gibt... Ah, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ein Apfel gibt 20 Lebenspunkte wieder. Also sind es immer 20, das nächste würde dann 40, 60 und so weiter. Habt ihr verstanden, ne? Also ich brauche noch keinen Apfel essen. Weil ich habe noch nicht so viele Lebenspunkte verloren. Wir kommen zu spät. Ja, wir sind zu spät. Aber wir werden sie zurückholen. Bitte, Sie haben unsere Tochter mitgenommen. Ihr müsst uns helfen. Wir sind alt und können euch nur wenig geben, aber... Macht euch keine Sorgen. Wir werden euch helfen, so gut wir können. Habt ihr irgendetwas gesehen oder gehört, was uns weiterhelfen könnte? Wisst ihr, wohin sie gefahren sind? Alle Frauen wurden auf die Galeone gezerrt. Fuge und einige seiner Wachen stiegen in ein kleineres Boot. Die beiden Schiffe legten in verschiedene Richtungen ab. Leider weiß ich nicht, wohin sie wollten. Es tut mir leid. Wo sind all die Dorfbewohner und die wütenden Ehemänner? Einige der Männer haben sich zusammengeschlossen. Sie nahmen ihre Waffen und gingen in Richtung Hafen davon. Wird ihr nichts passieren? Sie tun ihr doch nichts, oder? Sie ist alles, was wir haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn sie... Ihr wird nichts passieren, Liebes. Ihr wird nichts passieren. Komm, wir gehen nach Hause. Da schließen sich Männer zusammen. Da sollte ich vielleicht auch hingehen. Und haben auch Waffen. Gut, hier kann ich nicht weiter, dann können wir nur zurück. Habt ihr gerade diesen Sound gehört? Dieses Düdü. Diesen Sound zeigt, dass in dem Gebiet ein Schreiber erschienen ist. Das ist dieser schwebende Typ hier. Denn es ist eine weitere Sonderheit von Silver. Man kann nicht einfach speichern, sondern man kann nur speichern, wenn man mit diesen Schreibern redet. Ich berichte in meinem Buch der Legenden über eure Abenteuer. Erzählt mir von euren Taten. Oh. Ich erzähle dir viel von meinen Taten, damit du richtig viel in deinem Buch schreiben kannst. Eins am Hafen. Und diesen Speicherstand könnte man natürlich auch überspringen. Wenn man mal irgendwie keinen Speicherstand findet, hat man dann quasi einen noch in petto. Aber ich denke, wir kriegen alles hin. Deswegen, hallo, kämpf doch mal mit mir. Deswegen nehme ich jeden Speicherstand mit. Ich weiß ja auch nicht, ob mir das Spiel vielleicht irgendwann mal abschmiert. Deswegen dreh dich um, David, und mach ihn kaputt. Okay. Deswegen nehme ich jeden Speicherstand mit. So, zurück ins Haus können wir komischerweise nicht mehr. Dürfen wir nicht mehr lang. Dann können wir nur durch diese Burg hier gehen. Die übrigens gar keine Soldaten hat, die uns jemand geschickt hat, sondern die sind einfach nur gegnerische böse Soldaten hier. Die nicht fürs Wohl der Menschheit. Und ihr kriegt auch noch euren Fett weg. Komm. So. Und den da auch noch. Großvater, du könntest ruhig auch mal was machen. Ich mach die anderen, okay? Ja, wenn man immer schlägt, dann sind die, zumindest die kleinen, also die einfachen Soldaten, die haben da kein Problem, ne? Ja, wundert euch nicht, das habe ich noch gar nicht gesagt, über hier diesen schöne 4:3 Modus. Also, dass rechts und links noch schwarze Ränder sind, kann ich leider nichts dafür, ne? Okay, wen haben wir denn jetzt hier so? Du, was rennst du so wild durch die Gegend? Na, alles klar bei dir? Okay, wir können hier mit dem da reden. Bitte, ich habe 8 Kinder, die ich ernähren muss und nur wenig Geld. Aber ich bin ein stolzer Mann und alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr euch meine Waren anseht. Ja, alte Rechtschreibung noch, ne? Das mit so einem Schaf-S. Bei ihm können wir Lebensmittel kaufen. Wir haben 56 Gold und wir könnten hier was kaufen. Ich kaufe einfach mal ein Brot und eine Karotte. Dann haben wir das schon mal. Ach komm, diese auch. Ich brauche eh kein Gold. Ah, den Apfel will ich nicht. Ihr habt einen guten Geschmack.
Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Eigentlich müsste doch hier noch irgendeiner sein, der uns Fernkampfsachen verkauft. Ich meine der da, aber wir haben halt vielleicht noch keine, deswegen verkauft er sie uns auch nicht. Kann gut sein. Hier möchte ich euch in diesem kleinen Gebiet, in dem keine Gegner kommen, schon mal auf was hinweisen. Guck mal hier, seht ihr das? Hier ist so ein bisschen so was Durchsichtiges, was so durchschimmert. Diese Kiste hier, das ist eine Kiste, die können wir nachher erst mit einem Gegenstand entdecken. Ne? Erinnert mich bitte daran, dass ich hier mal vorbeigehe, wenn ich den Gegenstand habe. Gut, dann möchte ich an dieser Stelle den ersten Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Aufnahme wieder. Und wir starten dann gleich im nächsten Gebiet. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.